Okay, dann lass uns direkt anfangen. Wir sind heute hier mit Konstantin Konga. Erstmal danke dir, Digga, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute am Start zu sein. Wir haben gesagt, wir wollen heute vor allem über den Jugendbereich sprechen bei dir, wie das Ganze angefangen hat, wie du es zum Basketballprofi geschafft hast. Jetzt gerade aktuell, die BBL kehrt zurück, das wollen wir ganz kurz tackeln, weil du wirst leider nicht mitspielen. Was war deine Reaktion, als du gehört hast, okay, die BBL kommt back, es gibt ein Turnier, das wird ausgespielt in München? In erster Linie natürlich schön, dass Basketball wieder zurückkommt und die Leidenschaft, die man für den Sport hat, auch die Zuschauer und alle drumherum, dass das wieder ausgelebt werden kann. Auf der anderen Seite fand ich halt die Kommunikation ein bisschen mit den Spielern ein bisschen schwach von der Liga und den Vereinen, weil wir meiner Meinung nach die Protagonisten sind des ganzen Turniers und ohne uns wird gar nichts stattfinden. Und dafür wurden wir ein bisschen wenig involviert bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns halt bei der Liga gemeldet haben, als Spielergemeinschaft sozusagen. Ansonsten hoffe ich einfach, ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben. Das wünsche ich mir, glaube ich, am meisten von dem ganzen Turnier. Wenn du mich jetzt fragst nach der Wichtigkeit dieses Turniers oder ob das eine Weiterführung der Saison ist oder wie auch immer, ich finde das, glaube ich, schwierig zu beantworten, weil ich glaube, die Liga das selber nicht so richtig weiß, wie man das einzuordnen hat. Aber alles in allem, glaube ich, wurde das getan, was getan, also es wurde alles getan dafür, dass es wieder Basketball gibt, so schnell wie möglich. Und dass es irgendwie weitergeht. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen. Der Aufwand, der drumherum betrieben wird, die Kommunikation, das weißt du natürlich besser, aber der Aufwand drumherum, dieses ganze Hotel wird, soweit ich weiß, abgeriegelt, alle Teams sind unter einem Dach und einfach die Art und Weise, wie das gehandelt wird, finde ich jetzt persönlich eigentlich ganz cool und es wird halt alles übertragen auch. Aber dann lass uns mal zum eigentlichen Thema kommen und zwar, wir hatten gesagt, wir wollen uns heute hinsetzen und so ein bisschen über den Weg zum Profi bei dir sprechen. Du hast am Anfang in deiner Jugend, hast du Fußball gezockt, ne? Du warst gar kein Basketballer from day one praktisch. Naja, doch, ja, ist jetzt immer von Day One. Ja, Ich oder? habe bis 10 Fußball gespielt und Ja. währenddessen schon auf dem Freiplatz gespielt, aber nie im Verein oder sowas. Und irgendwann mit 10 kam dann der Wechsel, weil mir das beim Fußball zu doof war, obwohl ich meiner Meinung nach recht talentiert war und im Nachhinein mir auch immer die Frage stelle, was gewesen wäre, wenn ich beim Fußball geblieben wäre. Wo ich auch der Meinung, der Überzeugung bin, dass ich ganz erfolgreich geworden wäre. Nee, aber der Wechsel kam zum Basketball wegen Streetball und so, weil man da die ganze Zeit gezockt hat und dann von Videospielen bis zu Filmen von Michael Jordan und so weiter. Dann hat es halt immer mehr Überhand genommen mit dem Basketball und die Leidenschaft. Und dann wollte ich halt einfach selber spielen und ausprobieren. Und Weißt du noch, in was für einem Team du angefangen hast? Weißt du zufällig noch, was das ja, ungefähr für klar, eine klar. Liga Ich, war? ja, TuS Lichterfelde, Okay. U12, glaube ich, wenn mich nicht U12. alles täuscht. Und war das dann Kreisliga, Bezirksliga, sowas? Es war einfach Jugend, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Also ich Ja. war halt in der Jugend relativ früh, war U12, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, was das war. Aber selbst da war das schon, ich glaube, TuS Lichterfelde war damals, oder was heißt, ich glaube, TuS Lichterfelde war damals schon bekannt für Ausbildung in Berlin der Jugendspieler und sowas und war so der Vorreiter von Alba Berlin, würde ich sagen. Und die haben super viele Talente auch hervorgebracht. Was ich krass fand, du hast gesagt, du bist relativ schnell dann in die Berlin-Auswahl auch gekommen, oder? Wie war, also ich kenne es noch von mir, von der Bayern-Auswahl und von der Nürnberg-Auswahl, dass man da halt verschiedene Tryouts hatte. War das bei euch auch so oder war das eher, du bist eh schon in dem Verein, dann bist du auch gleichzeitig in der Berlin-Auswahl? Das muss ich auch sagen, weil ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wie das kam. Aber Ja. ich glaube, es war schon so, dass die meisten von oder viele von TuS Lichterfelde dann auch in der Auswahl irgendwie waren in Berlin, weil es halt eigentlich schon so war, dass bei TuS damals mit die Besten gespielt haben. So, und ist deswegen halt auch, es gab natürlich auch woanders super talentierte Spieler, aber ich glaube schon, dass es so, dass die meisten talentierten Spieler oder viele talentierte Spieler bei TuS Lichterfelde schon waren, sozusagen. Ja, also ich wurde damals vor der Bayern-Auswahl gecuttet, deswegen weiß ich nie wirklich, wie der Schritt danach war. Ist es dann so, dass die einzelnen Bundesländer gegeneinander spielen? Hattet ihr da so eine Art großes Turnier? Da gibt es, glaube ich, weiß nicht, ob man da 15 war, 16 war, 14 war, irgend sowas. In dem Alter gibt es, glaube ich, ein großes, ich habe den Namen leider vergessen von dem Turnier, das ist in Heidelberg, hat es, glaube ich, immer stattgefunden. Bundesjugend, nee, das sind Bundesjugendspieler, das hat damit nichts zu tun. Ja, das ist die Ich weiß den Schule. Namen leider nicht, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß den Namen nicht, aber es war ein Turnier, wo halt die ganzen Auswahlen gegeneinander gespielt haben, sozusagen. Ja, Wo weißt du halt, noch, wie weiß ich ihr nicht, die. abgeschnitten habt? Ich glaube, ich habe das Turnier zweimal mitgespielt. Einmal als jüngerer Jahrgang und einmal als der Ältere dann. Aber ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall nicht gewonnen. Aber ich weiß, Okay. dass damals halt wirklich die talentierten Spieler dann, und es ist auch cool als Spieler so zu sehen, wo die, weil du hast gehört, Namen gehört, aus, weiß nicht, Hessen jetzt zum Beispiel, Hessener Genau. Auswahl, guck mal, da ist Ja. keine Ahnung. Falko Teilig war damals zum Beispiel super gut, den hast du gehört. Du hast bestimmte Namen einfach gehört, die so.
weiß nicht, wo du einfach dich messen wolltest mit und die dann halt, auf die du dann getroffen bist da auf dem Turnier. Deswegen war es schon cool. Aber ich war damals, ganz ehrlich, ich war damals, wenn ich zurückblicke, ich war kacke damals. Also von da aus war das eh so. Ich war jetzt nicht gut oder so. Ja. Also meine Meinung, ganz ehrlich, ich weiß auch, damals war das die Herangehensweise auch. Also ich war jetzt kein Talent oder sowas, wo man sagt, boah, guck mal, den, der wird mal gut werden oder so. Also. Ja, das fand ich sowieso mega ehrlich von dir, dass du halt gesagt hast, eben und jetzt auch hier, du warst überhaupt kein großes Basketballtalent. Die hat man mit 15, 16 nicht gesagt, yo, du schaffst es safe in die BBL, sondern du hast sogar den Spruch gedrückt bekommen, sowas wie, der wird wahrscheinlich nie Pro B spielen. Ja, Ja. von mir, also von, ich weiß damals auch, deswegen habe ich auch eine Hassliebe zu manchen Coaches vielleicht oder manchen Leuten, die mir über den Weg gelaufen sind, weil ich früher schon das Gefühl hatte, weiß nicht, ob es jetzt Leistung, also das viel auch mit Politik zu tun hat bei der Nationalmannschaft, aber auch bei den Auswahlturnieren da, dass es nicht immer nur um die Leistung an sich geht, sondern Ja. manchmal auch ein bisschen Politik, gerade in den jüngeren Bereichen vielleicht, aber es zieht sich, glaube ich, bis nach oben durch. Und natürlich, wenn du dir immer den Arsch aufreißt und unbedingt willst und dann jemand dir vorgezogen wird, weil gesagt wird, der hat mehr Talent oder der wird irgendwann mal erfolgreicher. Und das Schöne für mich war halt, die Bestätigung kam dann, dass über die Jahre immer mehr Spieler, die sozusagen vor mir gesetzt waren, weggefallen sind und ich mich halt immer weiter durchgesetzt habe, bis zum Punkt, wo ich einer der wenigen war, die, glaube ich, aus dem Berliner Kader oder aus der Zeit damals wirklich in der Bundesliga jetzt spielen und auch nicht nur rumsitzen, sondern erfolgreich sind. Ich glaube, also ich will gar nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich weiß gar nicht, ob überhaupt einer davon da ist. Und Ja. dann denke ich mir, das ist schon eine Bestätigung für mich und das ist was, worauf ich stolz bin natürlich und was ich auch damals selber natürlich nie gedacht hätte. Aber was mir halt auch wieder zeigt, dass es eigentlich nur wichtig ist, was du selber über dich denkst und was du dann natürlich auch nicht nur denken, sondern halt auch dann dafür gewillt bist zu machen. Und dann kommt das peu à peu. Ey, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe mit so vielen Jungs gespielt, die haben in der U16-Nationalmannschaft gespielt oder dann U18-Nationalmannschaft. Und wenn ich mir angucke, wer von denen dann wirklich jetzt in die Bundesliga gegangen ist oder Basketballprofi wurde, ist so ein geringer Prozentsatz, was man eigentlich nicht denkt. Man denkt, mit 14, 15 ist es schon fast klar, wer mal Profi wird. Ist aber Ja, gar nicht so, ne? nee, das ist überhaupt nicht so. Also es gibt wirklich viele, die damals auch bei irgendwelchen europäischen Turnieren dabei waren, als die Top-Talente in Europa und die es leider einfach nicht geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen ist Ja. es, manche sind halt auch Frühentwickler, das weißt du ja, manche brauchen ein bisschen länger. Zieht sich ja auch bis ins höchste Niveau. Also ein Antetokounmpo oder wie der heißt, wurde ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Ende erste Runde oder zweite Runde erst gedraftet und jetzt guckt er an, wer er ist. Also das ist halt Ja. so, und ich finde halt, was ich schwierig finde, ist im Jugendbereich, dass manche Spieler gefühlt, oder ich hatte das Gefühl, eigentlich, dass immer ein Kampf war, eigentlich abgestempelt zu sein, dass ich eh nicht erfolgreich bin. Und das ist Ja. natürlich was, wo du halt einfach, ja, wo ich dann auch, wo ich umso stolzer bin, dass ich halt trotzdem, dass ich einer der wenigen war, die dann dadurch trotzdem ihr Gehalt, also ihr Geld bekommen, weißt du, ihr Geld verdienen und es am Ende sich doch durchgesetzt haben, weißt du? Ja, hast du von Anfang an eigentlich in der Jugend gewusst, wo deine Stärken liegen und hast du die gezielt dann trainiert? Oder warst du am Anfang auch einfach so ein bisschen all over the place, hast versucht, alles zu machen und die Spezialisierung kam dann erst später? Ich glaube schon, dass ich versucht habe, alles zu machen, aber einfach auch gemerkt habe, dass viele andere talentierter sind und es halt für mich nur die Möglichkeit gibt, mit mehr Training oder Kampfeinsatz oder niemals aufzugeben oder sich nie von Rückschlägen, also da immer wieder aufzustehen und immer wieder einen Weg zu finden, weiterzumachen und das halt seinen Traum zu verwirklichen oder das halt immer weiter anzugehen. Ich glaube, das sind meine größten Stärken, waren damals auch schon meine größten Stärken und sind heute auch noch meine größten Stärken. Deswegen, natürlich wollte man aber in allem gut sein, wollte ich alles trainieren und so, aber ich habe irgendwann gemerkt, okay, auch jetzt heute weiß ich einfach, es gibt tausende Spieler, die talentierter sind als ich. Also da ist für mich ganz klar und du siehst die jungen Spieler, die hochkommen. Sowas hatte ich da, sowas. Ich habe mit Kumpels geredet von mir, sowas konnte ich früher nicht mit 16. Das konnte ich einfach nicht. Da siehst du Leute, das ist unfassbar. Das wird immer krasser, habe ich das Gefühl. Und wenn ich mich vergleiche mit irgendwem von damals, also mich damals mit einem für 16-Jährigen, die ich jetzt sehe, denke ich mir, das Ja. sind Welten. Also trotzdem weiß ich, am Ende des Tages müssen die auch erstmal beweisen und schaffen und zeigen, dass sie überhaupt schaffen, diesen Schritt zu machen, weil da mehr dazu gehört, als nur talentiert zu sein. Sonst wäre ich nicht in der ersten Liga, wenn es nur um Talent geht. Und das ist Ja. halt das so, ich weiß halt, ich habe was wenige haben. Und das hat mich bis hierhin gebracht und trägt mich weiter und wird mich auch noch weiter tragen. Und wenn irgendwann vorbei ist, dann ist es vorbei. Aber dann kann ich sagen, wenigstens, ich habe die Scheiße mit Stolz gemacht und mit Vollgas und habe das Maximum aus mir rausgeholt. Ja, Mann, ey, das ist nice. Das war fast 1:1 so ein berühmtes Allen Iverson-Zitat, wo er auch gesagt hat, ey, am Ende will ich in den Spiegel geguckt haben und sagen, I did it my way. Du hast jetzt ein paar Mal von Rückschlägen gesprochen und von Enttäuschungen, vielleicht am Anfang deiner Karriere, also gerade auch im Jugendbereich. Gibt's da, also was ist das im Speziellen? Wurdest du irgendwo mal gecuttet? Wurdest du mal gebencht? Wurdest du nicht eingesetzt bei einem großen Turnier? Irgendwas, was dir
direkt in den Kopf kommt? Ja, na klar. Also das, zum Beispiel war ich bei der U, ich glaube U18-Kader war ich der 12. Mann oder sowas, obwohl ich nicht der Meinung war, ich sollte 12. Mann sein. Das war ich Nationalmannschaft reden damals. wir da? Genau, Ja, Nationalmannschaft. okay. Ich glaube, U18 war ich 12. Mann, U20 war ich dann Backup Point Guard, wo ich auch nicht der Meinung war, dass ich Backup Point Guard hätte sein sollen. Oder, warte mal, ich überlege, war ich bei der U18 überhaupt? Ich glaube, ich war da bei U18 schon. Doch, ich glaube, ich war da schon dabei. Wie auch immer, auf jeden Fall war es halt so eine Sache. Wenig Spielzeit, dann einfach zu wissen, du kriegst nicht diese Liebe, die diese Talente damals bekommen haben, diese Aufmerksamkeit, dieses, oh komm, lass uns mal Einzeltraining machen, weißt du, von Ja, ohne Mann. Coach so, sondern es Ja. war halt immer, es waren bestimmte Leute, die Einzeltraining bekommen haben und es waren bestimmte Leute, die gepusht wurden, es waren bestimmte Leute, um die sich gekümmert wurde, richtig intensiv und dazu habe ich halt leider nicht gehört und natürlich ist das traurig damals, wenn man denkt, ja, warum macht mit mir keiner was, Ja. so, aber am Ende des Tages scheiße ich auf die alle, weil, also, also wirklich zurückblicken, ja, natürlich gab es Rückschläge, aber es war so, ich wäre nicht der, der ich bin jetzt heute, wenn ich nicht die Sachen erlebt hätte. Und wenn du jetzt weiterguckst in Karriere, natürlich, Verletzungen hatte ich ohne Ende zu Zeiten, wo ich einfach weiß, dass wenn ich diese Verletzungen nicht gehabt hätte, diese schlimmeren Verletzungen, die mich wirklich ein Jahr rausgeholt haben, dass ich auch woanders stehen würde, woanders auch mal gespielt hätte oder vielleicht auf einem noch höheren Niveau, vielleicht mal im Ausland oder sowas. Natürlich, wenn man rückblickend denkt, sind das Sachen, machen die einen traurig und man beschäftigt sich damit, aber gleichzeitig weiß ich halt auch, okay, wie schon gesagt, wenn diese Sache nicht passiert oder wenn mir, weißt du, dann würde ich jetzt auch nicht die Welt sehen, wie sie ist, dann würde ich nicht den Basketball sehen, wie er ist, dann würde ich meinen Körper nicht so sehen, wie er ist. Also es hat ja auch alles irgendwo auf anderen Wegen Vorteile, weißt du, und Ja. oder mir Positives gegeben und das ist halt, glaube ich, das, was ich am meisten gelernt habe aus diesen Rückschlägen, dass halt meiner Meinung nach gibt es aus jedem Rückschlag, egal welchen, kannst du was lernen und wenn du das machst, dann wirst du irgendwann zurückblicken und sagen, krass, ich habe die Zeit überlebt und ich bin sogar schlauer oder besser oder was auch immer geworden. Und ich glaube, das ist das Ja. Allerwichtigste. Ja, Props auf jeden Fall. Also, das wollte ich dir eigentlich am Ende sagen, aber ich kann es auch hier jetzt einwerfen. Als ich deinen Werdegang mir durchgelesen habe und auch so ein bisschen die anderen Podcasts, die du gemacht hast, gehört hast, dachte ich mir eigentlich die ganze Zeit, ah krass, der Typ ist wirklich ein Vorbild, weil der ist wirklich über diese Schwelle drüber gekommen, wo halt so viele dann hängen bleiben und sagen, ja, okay, scheiße, vielleicht bin ich es doch nicht, vielleicht bin ich doch kein BBL-Material. Und du hast aber gesagt, nee, ich ziehe weiter durch. Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen. Wir waren praktisch in der U12 oder U14. Und waren jetzt direkt dann in der U18-Nationalmannschaftskader. Dazwischen muss ja ein bisschen was passieren. Also das ist ja trotzdem überhaupt U18-Nationalmannschaftskader zu sein, ist ja schon krass für die meisten. Sagen wir mal die U16, die U16 und die U18-Zeit. Wo hast du gespielt? Wie viel Training hattest du? Und wie viel hast du auch abseits des Courts da reingesteckt? Da wusste ich halt, da war meine Herangehensweise, also ich war schon immer jemand, der kein Training ausfallen lassen hat, aber da war es natürlich noch nicht so leistungsorientiert, wie es jetzt ist zum Beispiel oder wie es dann auch mit 20 ist oder sowas. Und ich glaube auch, wie es auch nicht so leistungsorientiert, wie es jetzt für 16-Jährige und 18-Jährige ist. Ich weiß, ich war auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, wie alt ich war, aber ich muss halt noch vor 18 gewesen sein, weil ich zu meinem Abiturzeit, da habe ich auf jeden Fall, ich glaube, 2-, 3-mal die Woche auch morgens trainiert, also vor der Schule und Ja. bin dann zur Schule, habe Schule gemacht, bin dann nach Hause, Hausaufgaben und direkt wieder zum Training und dann um 10 oder so nach Hause. Und das ist halt schon 3-, 4-mal die Woche so mit diesem Doppeltraining da. Und Ja. dann halt ansonsten immer eigentlich abends Training und am Wochenende Spiele. Ich hatte auch das Glück und ich glaube, das gehört halt auch dazu. Du musst Glück haben, auch im Leben oder in deinem Sport oder wo auch immer, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und die richtigen Coaches hast. Und ich hatte halt das Glück, wo ich bis heute noch Kontakt habe und bis heute noch dankbar dafür bin, weil es nicht nur basketballerisch, sondern auch menschlich, glaube ich, mir mehr gegeben hat als vieles andere, ist halt mein Jugendtrainer, Mustafa Talan, der leider aufgrund seiner Art und seiner Neuköllner, wie soll man sagen, seiner Neuköllner Art, Schnauze. glaube ich, schwierig, genau, Schnauze, Schwierigkeiten hatte, glaube ich, im deutschen Basketball, aber meiner Meinung nach einer der besten Jugendcoaches, die man haben kann. Und deswegen ist es umso trauriger, finde ich, dass nicht noch mehr Menschen das erleben konnten oder Jugendspieler, weil ich halt weiß, was es mir gegeben hat. Ich weiß, was meine Jungs damals, mit denen ich gespielt habe, was das Ding gegeben hat. Ich weiß Jungs vor mir, was das Ding gegeben hat. Und er hat halt auch Leute, ist einfach Fakt, viele Leute, die gut waren, haben bei ihm trainiert. Weißt du, haben bei ihm gespielt. So, ob es jetzt ich bin, ein Femi Oladipo, der durch Verletzungen nie dahin gekommen ist, wo er hätte kommen können. Edwin war bei ihnen, Ofori Atta, der damals der krasseste Spieler war. Die haben alle bei ihm in der Jugend gespielt, weißt du? Und der ist auch in Berlin. Wenn du in Berlin fragst, in der Jugend, oder weiß nicht, ob die jetzt noch Bescheid wissen, aber die spielen, so vor 10 Jahren wusstest du, wer Mustafa Dahlan ist, so, weißt du? Und deswegen sage ich, es gehört auch Glück dazu. Und ich hatte halt da das Glück, dass ich, glaube ich, ab, weiß nicht, ob es 14 war oder wann auch immer, bin ich halt auf Mustafa gekommen und habe bei ihm gespielt. Und der war halt nicht nur ein Coach, sondern auch so mehr als nur ein Coach und hat ihm auch geholfen außerhalb und hat
ob es jetzt abholen ist vom Dreh, ob er mich nach Hause genommen hat oder ob es Gespräche sind, die man führt und sowas und all das, was einen weiterentwickelt, halt außerhalb vom Basketball, war ihm halt wichtig. Und du hast halt gemerkt, dem geht es nicht ums Geld oder sonst, dem liegt das am Spieler, wie er die Spieler weiterentwickeln kann, gerade junge Charaktere und sowas. Und auch nicht immer auf die vielleicht deutsche korrekte Art, aber es war auf jeden Fall auf die richtige Art, weil ich das halt bei mir gemerkt habe, dass, wie gesagt, es war auf die richtige Art. Ja, das zu der Sache. Und da habe ich, und der konnte halt auch Basketball echt super viel. Weißt du, wir wurden so 16 deutscher Meister damals mit ihm. Da war auch Mario Huth, der auch mal gespielt hat, war Assistant Coach, der, glaube ich, jetzt auch noch im Alba Jugendprogramm ist, wenn mich nicht alles täuscht, als Trainer. Der war der Assistant Coach. Da wurden wir 16 deutscher Meister. Und ich glaube, so eine Sachen haben halt natürlich auch wenn wir ein super gutes Team hatten, aber auch so eine Sache, wenn du da so eine Meisterschaft gewinnst, sowas bringt dich natürlich mehr, so wie immer, Erfolge bringen, mehr so ins Rampenlicht von Jugend. Coaches, die dich irgendwie sehen wollen, oder ob es jetzt ja nur Jugendnationalmannschaften sind oder sowas. Weißt du? Da wirst du ja ins Licht gerückt dann. Und dann halt, wie gesagt, dieses Auswahlturnier, was ich dir erzählt habe, mit den verschiedenen Bundesländern, die gegeneinander gespielt haben, da ist halt auch so, da gibt es, ich glaube, danach werden dann die Spieler ausgewählt, da wurde ich halt auch ausgewählt, weißt du, als jemand, den man weiter fördern soll oder der eine Auswahl erweitert, einen Kader oder was auch immer. Und dadurch kommst du, glaube ich, zu diesen Nationalmannschaften, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, so war der Weg. Du hast gesagt, du hattest vor der Schule auch Training. Warst du dann auf einer speziell dafür ausgelegten Leistungssportschule? Ein halbes Jahr war ich auf dem Coubertin-Gymnasium, wo, glaube ich, viele Berliner Spieler waren. Das ist halt in Ostberlin, was jetzt nicht so meine Ecke ist. Ein halbes Jahr habe ich ausgehalten, dann war das für mich zu, ging das nicht mehr, weil es einfach für mich eine andere Welt war. Ich bin hier in Schöneberg zur Schule gegangen und es war einfach komplett was anderes und es hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht, was Basketball angeht, weil ich voll viel Zeit auch durch die Fahrten verloren habe und wie gesagt, es hat mir jetzt nicht großartig was da damals gebracht. Ich habe halt, auch wo ich dann wieder zurück auf die Schule gegangen bin, auf die in Schöneberg, hatte ich trotzdem, bin ich morgens in die Halle gefahren und habe trainiert, weißt du, in der Max-Schmeling-Halle oder sowas. Es war dann einfacher für mich zu handeln. Auch mit Abitur kannst du ja ein bisschen sowieso legen, die Stunden, die du am Tag machst, wie du es machst. Da konnte ich halt ganz oft morgens, wenn ich Training habe, einfach mal erst um 10 Uhr, halt, dass die Schule beginnt, dass ich davor halt um 8 Uhr zum Training kommen kann und trainieren kann, weißt du. Und es war halt aber auch über Berliner Kader oder den Nationalmannschaft, die Auswahl und sowas gehandelt, glaube ich. Also, dass die Spieler da morgens auch die Möglichkeit haben, mit jemand zu trainieren. War das dann morgens wahrscheinlich eher in die Richtung Individual und an den eigenen Genau. Skills arbeiten und abends dann Genau. wahrscheinlich Teamtraining, ne? Genau, so war das, genau. Irgendwelche Individual-Drills, weil das wollen die Leute halt immer so ein bisschen erfahren. Was hat jemand wie du in der Jugend für Drills gemacht? Boah, gute Frage. So vieles Verschiedenes. Und es entwickelt sich auch super weiterentwickelt. Ich glaube, die machen heute viel bessere Sachen, als sie damals noch mit mir gemacht haben. Deswegen sind die Spieler auch weiter, meiner Meinung nach. Also, War es mit ich Ball musste oder da ohne fragen. Ball? Nee, es war schon immer mit Ball eigentlich, Mit ja. Ball, Es war ja, ohne okay. Ball ist für mich Athletiktraining. Das haben wir natürlich auch gemacht irgendwie. Aber es war schon mit Ball eigentlich, ja. Aber ich habe jetzt keinen genauen, den ich dir sagen kann, tut mir leid. Ja, aber wahrscheinlich auch eine Menge Schüsse auf jeden Fall. Ja, wo, Ballhandling, die ganz klassischen Sachen halt. Ja. Es geht auch viel darum, um Basketball zu verstehen, was halt, was auf dem Niveau vielleicht noch nicht so viel, du da noch nicht so viel Acht drauf gibst oder nicht so viel Wert drauf gibst, aber einfach Laufwege oder auch jetzt nicht spezifisch auf Systeme, sondern einfach, wie du dich zu bewegen hast, wenn jemand penetriert, Offball oder wie du dich positionierst, um guten Wurf zu bekommen. Das sind halt Kleinigkeiten, die du halt, die damals so einem dumm vorkamen, aber wo du jetzt weißt, okay, du hast diese Grundlage halt und kannst die einfach heute noch umsetzen, weißt du? Ja, Mann. Hast du zu dem Zeitpunkt dir dann schon gedacht, ja, okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, mein Abi durchzuziehen. Ich weiß eh, wo mein Weg hingeht. Oder hast du gesagt, nee, Abi muss ich machen? Meine Mutter hat gesagt, Abi muss ich machen, deswegen habe ich es gemacht. Meiner Mutter war Wie das bei sehr, sehr mir. wichtig. Ja, genau, meiner Mutter war das sehr, sehr wichtig. Ich habe es halt jetzt, ich habe kein besonders gutes Abi. Ich habe das halt einfach, ich wollte das halt einfach fertig machen, damit ich halt nicht irgendwie, damit ich es einfach fertig habe, damit ich was habe. Und was damals ja noch wichtiger war als heute, so ein Abitur zu haben und so weiter. Aber jetzt im Nachhinein, also ich habe es jetzt noch nicht einmal mein Abitur gebraucht. Also noch nicht einmal genutzt, mein Abitur in irgendeiner Art und Weise. Aber meine Mutter war danach sehr glücklich und zufrieden und glaube ich, war so ein Stein vom Herzen gefallen, dass sie halt auch, dass es danach auch einfacher war für sie, okay, mach dein Ding mit Sport. Danach habe ich halt sofort ein FSJ gemacht, so ein freiwilliges soziales Jahr bei Alba und habe da in der Jugend gespielt. Nicht in der Jugend, sondern dann war das, glaube ich, Regio oder sowas haben wir gespielt. Zweite, glaube ich, und sind aufgestiegen in die erste oder erste und in die zweite oder in die Pro B auf, ich weiß nicht mehr genau, irgend sowas. Habe ich ein Jahr Regio noch gespielt und konnte mich halt voll auf Basketball konzentrieren. Konnte halt morgens trainieren. Dann habe ich FSJ gemacht, was auch eher so damals, also ich habe nichts Besonderes da gemacht. Es war mehr Zeitvertreib und dann abends wieder trainiert. Fuck, jetzt habe ich meine Frage vergessen, Alter. Ich hatte eine gute Überleitung.
Okay, dann skippen wir das kurz und gehen zu was anderem. Also jetzt haben wir den Jugendbereich mehr oder weniger gecovert, würde ich sagen. Jetzt dann interessiert mich natürlich und die Leute diese Umstellung dann wirklich in den Profibereich. Also wo es einfach dein Job ist, wo du deinen Profivertrag unterschrieben hast, du bekommst Geld. Ändert sich da eigentlich groß was von der Herangehensweise? Weil du hast jetzt schon gesagt, in der Jugend, du trainierst vor der Schule, du trainierst nach der Schule, du denkst wahrscheinlich 24/7 an Basketball. Was ist jetzt dann nochmal die krasse Umstellung, sagen wir, zur BBL? Also ich hatte ja erst nach dem FSJ-Jahr, dann glaube ich, war ich 20 oder sowas oder 19 geworden oder irgendwas, 20 war irgendwas in dem Dreh. Da habe ich dann eine Pro B unterschrieben bei Oettinger Rockets. Wie kam das zustande? Ich glaube, ich hatte damals einen Agenten und das hat dann irgendwie, wie auch immer, auf jeden Fall war das, weil ich da auch über die Jugendnationalmannschaft, weil ich da irgendwie in der Jugendnationalmannschaft war und dann natürlich so ein bisschen Augenmerk wäre, aber mich noch kein Bundesliga-Verein wirklich in mir gesehen hat, jemand, den man halt als Doppellizenz erholt oder sowas, weißt du? Also da war noch kein Bundesligist, der gesagt hat, geil, den wollen wir haben. Habe ich das Pro B ja gespielt, da habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, also der Schritt von einer Regio bis Jugend halt und dann so auf einmal Bundesliga und auf einmal hast du Profis, die bezahlt werden und hast Amis, die Basketball spielen können und so am Anfang habe ich super gestruggelt. Ich hatte halt das Glück auch da, dass ich einen Coach hatte, Marco Simic, der mich hat spielen lassen. Also der hat mir natürlich auch gesagt, dass ich mehr bringen muss, wenn ich spielen will. Weißt du, aber es war dann für mich wieder sowas, okay, alles klar, dann mache ich das. Habe mich reingehängt und habe dann halt gestartet. Größtenteils der Saison, glaube ich, nach Anfangsschwierigkeiten. Dann haben wir die Pro B-Meisterschaft gewonnen, weil wir auch einfach ein krasses Team hatten, weil es alles easy peasy geklappt hat. Danach haben alle gesagt, warum ich nicht in der Pro A, also wir sind dann in die Pro A gestiegen, warum ich nicht in der Pro A bleibe und da könnte ich spielen und da würde ich spielen und gehe nicht in die erste Liga zu Frankfurt, weil du wirst ja eh nicht durchsetzen, bla bla. Da ging das halt wieder los und ich habe aber gedacht, dass in der ersten Liga, da will ich hin und da mache ich die Doppellizenz und das unterschreibe ich, weil es auch was Langfristiges war, also was über 3 Jahre, weißt du? Und da, meiner Meinung nach, ging es da erst richtig los. Ich habe noch nicht da in Gotha, wo ich gespielt habe, war ich noch nicht. Meiner Meinung nach hat sich da nichts großartig geändert, außer dass ich ein bisschen Geld bekommen habe halt. Also jetzt natürlich war das krass, weil das erste Mal für das deine Leidenschaft kriegst du Geld. Natürlich war das sowas, oh mein Gott, keine Ahnung, ich bin Millionär, obwohl du einen Scheiß bekommst, weißt du, aber es war das erste Mal, dass du denkst, krass. Und ich kann auf die Kacke hauen, weil ich jetzt nicht großartig Geld hatte davor. Und dann hatte ich zum ersten Mal über 1000 Euro und war halt krass viel Geld für mich, weißt du. Und alles für mich und ich muss niemandem was zurückgeben und keine Ahnung was, weißt du? Das war krass auf jeden Fall, aber so richtig professionell oder dass jetzt irgendwie professioneller wurde oder dass ich auf irgendwas neben dem Sport geachtet habe, das war nicht der Fall. Es kam dann erst in Frankfurt, glaube ich, wo das so richtig, wo ich aber auch Glück hatte, zum Beispiel mit dem Coach Klaus Perwas, der halt einfach die Jungs da gedrillt hat bis zum geht nicht mehr, unter anderem auch mich und das halt einfach, du da einfach so einen riesen Sprung machst als Jugendspieler. Das einfach nirgendwo anders hätte bekommen können, weißt du? So ein Input von was wichtig ist und was nicht und so weiter und so fort und das Einzeltraining und so. Und dann war halt, da ging es erst meiner Meinung nach richtig los. Aber auch da hatte ich halt wieder Glück, das war mein erstes Jahr in der Bundesliga, hatte ich Glück, dass wir ohne Ende Verletzungen hatten auf meiner Position und ich mehr oder weniger gezwungen war zu spielen. Ich habe in der Pro B super gut gespielt, aber in der ersten Liga weiß ich nicht, ob ich überhaupt 17% von außen getroffen habe oder sowas. Deswegen, Krass. ich war kein, also ich konnte jetzt nicht unfassbar gut Basel spielen, es war einfach, dass ich aber besser verteidigen konnte als viele, weil ich mir meinen Arsch abgerissen habe. Und ich habe keine Angst gehabt vor niemandem. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was auch viele Jugendspieler haben, ist diese Angst und Ehrfurcht oder dieses Softe, was die gegen haben, wenn sie dann wirklich auf ja, vermeintliche Männer treffen oder Amis oder was auch immer. Und die hatte ich halt einfach nicht, weil mir war scheißegal, gegen wen ich spiele. Und ich mache genau das, was ich kann. Und ich wusste halt auch immer, so viel kann ich nicht, aber das, was ich kann, das kann ich. Und das mache ich. Und dann hat das funktioniert. Und dann war das erste Saison auf jeden Fall schleppend und auch nicht das Besondere, aber es war so, glaube ich, schon ein bisschen mein Durchbruch, weil danach war halt klar, okay, Konsti kann in der Bundesliga spielen, weißt du, der kann in der Rotation spielen, der kann Minuten spielen und der wird sich noch weiterentwickeln und das kam dann halt auch einfach. Gibt es einen Moment am Anfang in der Bundesliga, wo du gemerkt hast, entweder offensiv, also ich schätze mal, dass du defensiv wahrscheinlich besser dagegen gehalten hast, als wenn du jetzt offensiv selber auf so eine Mannschaft angreifen musstest. Gab es Momente, wo du den Ball nach vorne gedribbelt hast und dir dachtest, holy shit, Alter, ich stehe hier gerade in dem BBL-Game? Zwei Sachen, die mir jetzt einfallen, war einmal habe ich mir gedacht, dass es fast unmöglich ist, einen Korbleger zu machen in der Bundesliga, weil da die Leute einfach physischer sind und blocken alles weg oder stehen richtig und das geht halt voll schwer. Das war das, was mir am krassen aufgefallen ist von der Pro B, weil ich da vorher ja nur das Pro B-Niveau hatte von der Pro B und da habe ich ja meine 17 Punkte, also da habe ich, glaube ich, gut gespielt, habe ich irgendwie 17, 18 Punkte im Schnitt gemacht. Da konnte ich machen, was ich wollte, weißt du, und da hast du auch ganz, spielst du ja auch ganz anders, wenn du machen kannst, was du willst und frei bist und dein Ding machen kannst und dann kam halt, und es ist halt auch einfach einfacher, weil es 3 Ligen, also weil es 2 Ligen unter der ersten ist, so ganz einfach.
Und da habe ich natürlich gemerkt, dachte ich mir, oh mein Gott, da kann man ja nicht, da kann man ja gar keinen Korbleger machen irgendwie. Das dachte ich mir auf jeden Fall am Anfang. Und ich dachte mir, es ist krass zu sehen, es war ein krasses Erlebnis, Julius Jenkins zum Beispiel gegen ihn zu spielen und ihn einfach für, er hat in Oldenburg damals gespielt. Ich glaube, ich habe da das eine Spiel, weil bei uns alle verletzt waren, 35 Minuten ihn verteidigt halt. Und fand auch, dass ich ganz gut gemacht habe. Natürlich war er smarter und sowas, ich habe ein paar dumme Fouls gemacht, aber ich habe, glaube ich, 2 Punkte gemacht in diesem Spiel, aber habe 35 Minuten gespielt und habe ihn halt die ganze Zeit verteidigt. Und ich glaube, wir haben sogar gewonnen oder knapp verloren. Auf jeden Fall war das für mich sowas, wo ich dachte, krass, weil ich weiß halt noch, wo ich in der Max-Schmeling-Halle war und er bei Alba gespielt hat. Und ich als kleiner Junge da den gesehen habe und Ah, dachte, krass, nice. weißt du? Und dann ist halt so, dann stehst du daneben und der Coach sagt dir, ja, verteidige ihn mal, so, weißt du, und denkst halt, krass, Alter. Schon so ein Erlebnis. Aber ich habe jeder, wie gesagt, ich habe halt nie mich davor gescheut, diese Herausforderung auch anzunehmen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig als junger Spieler, dass du keine Angst davor hast. Und es ist so am Ende des Tages zurückblickend, ist auch so, du kannst als junger Spieler eigentlich keine Fehler machen. Also immer sich der Herausforderung stellen, sagst du. Das war so ein Ja. bisschen das Erfolgsrezept bei dir. Zu den Trainingseinheiten nochmal, weil mich das echt interessiert. Weil du hast schon viel Training, also zweimal am Tag, und auch schon in der Jugend, hast du abseits von diesen Teamtrainings dann trotzdem noch selber immer an deinem Game gearbeitet? Hast du Ja. irgendwas Besonderes gemacht? Und wie sah das dann aus? Weil wie bringst du dann noch mehr Trainingseinheiten unter letztendlich in so einer Woche? Indem ich an jedem Off-Day, den wir offiziell hatten, oder an jedem Morgen, der frei war, eigentlich jedes Mal Klaus geschrieben habe, den Tag davor, dass ich morgen gerne Einzeltraining machen will. Ah, okay. Und dann hat Klaus gesagt, alles klar, weil er eh in der Halle ist. 24/7. Und dann hat er gesagt, alles klar, um 11 Uhr oder sowas. Dann habe ich halt morgens trainiert, bin zurück nach Hause, habe was gegessen, gepennt, abends wieder Training. Und das ist eigentlich so viel. Ja, das nachher denke ich natürlich auch, irgendwo hat es mir was gebracht, irgendwo war es vielleicht auch zu viel, weil ich halt wirklich fast nie eine Erholung mehr hatte. Und ich glaube, dann dadurch halt auch ein paar Verletzungen gekommen sind, dass ich halt immer dachte, nee, ich kann nicht ruhen, ich muss nochmal machen und nochmal, dass man da vielleicht ein bisschen hätte smarter sein sollen oder können. Und ich weiß halt auch, im Sommer war für mich, ich habe nie Pause gemacht eigentlich. Also es war für mich nie der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt mal eine Woche nichts oder so. Es war eigentlich immer war irgendwas. Immer hat man gesagt, komm, ich hatte auch einen guten Freund, der auch, Anthony Canty, der jetzt auch in der ersten Liga gespielt hat, aber auch halt länger in der zweiten. Ich weiß, dass wir waren immer unterwegs, haben trainiert. Also jeden Tag eigentlich hier in Berlin. Es war immer, ich sage jetzt nicht, ich habe nebenbei nicht was anderes auch gemacht, ich war auch feiern und so was und habe mein Leben gelebt, aber ich war auch jeden Morgen am Trainieren und jeden Abend. Also wir waren auch im Sommer immer trainieren. Wie verrückt, weißt du, deswegen, also, und Urlaub habe ich halt auch, ich habe wirklich lange keinen Urlaub dann auch gemacht, eine Zeit lang. Also ich habe nie, bin ich jetzt in Urlaub gefahren oder sowas, weil ich dachte, nee, das ist Zeitverschwendung. Krass. So habe, nee, wirklich, so habe ich gedacht. Das war mein, und ich weiß, das Dumme ist jetzt im Nachhinein, aber damals war mein Gedanke, ich habe die Zeit nicht. Ich muss trainieren und ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht trainiere, weil ich weiß, irgendwer anders wird trainieren. Und dann kommt der nächsten Sommer zurück aus dem Sommer und ist krasser als ich und das ging für mich nicht. Ah, heftig, ja. Geile Ja. Einstellung. Du hast auch gesagt, du ziehst lieber 40 Minuten halt knallhart dein Training durch, als dass du 2 Stunden in die Halle gehst und da halt so ein bisschen rumeierst, bisschen wirfst. Das finde ich machen auch, oder sehe ich zumindest öfter mal bei jungen Spielern und du vielleicht auch, dass sie einfach diesen Fehler begehen, dass sie sagen, ich trainiere jetzt 3 Stunden, ich gehe jetzt 3 Stunden safe auf den Freiplatz, obwohl du vielleicht das Workout, das du eigentlich vorhast, in 40 Minuten, 35 Minuten vielleicht durchziehen könntest und das würde dir viel mehr bringen. Ja, aber das siehst du ja auch mit Krafttraining oder sonst irgendwas. Ich denke halt schon, dass man halt so ein bisschen strukturierter die Sachen halt auch machen kann und somit auch Zeit sparen kann und Zeit für andere Sachen auch hat im Leben. Also ich meine Meinung nach kannst du 45 bis eine Stunde lang in der Halle stehen und Einzeltraining machen, wenn du es intensiv machst, dann bist du danach K.O. Also gar keine Frage für mich und hast halt auch was gelernt. Und wenn du wirklich die Zeit durchmachst, weißt du, wenn du nicht da irgendwie, ich sehe halt super oft Leute oder habe auch super oft Leute gesehen, die halt einfach, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde irgendwie auf den Korb werfen und eigentlich hättest du auch dich eigentlich daneben stellen können oder daneben setzen können und nichts machen, weil das macht keinen großen Unterschied. Also das hättest du viel effektiver nutzen können, meiner Meinung nach. Ich glaube, viele Leute verdödeln so ihre Zeit. Also. Und ich habe halt jetzt, je älter ich auch werde, ich will meine Zeit nicht mehr verdödeln. Heißt, kennst ja, also je älter man wird, umso wichtiger ist Zeit. Und ich denke mir, gut, wenn ich trainiere im Sommer oder sonst irgendwas, versuche ich das halt so zu machen, dass ich halt Vollgas gebe, die Zeit, die ich in der Halle bin und danach halt auch die Halle verlasse wieder. Weil ich die Halle oft genug in meinem Leben und lang genug gesehen habe, weißt du? Und Ja, du auf jeden Fall. Also wenn ja. du wirklich auch an jedem Off-Day drin bist, das ist schon tough. Ja, jetzt, wo ich älter war, auch nicht mehr. Nicht falsch Ach verstehen. so, okay. Nicht jetzt an jedem Off-Day, wo ich älter war, auch nicht. Also ich mache schon immer meine extra Sachen, auch jetzt noch. Aber früher war es so extrem schon so, dass es eigentlich jeder Off-Day war oder jeder Morgen, wo nichts richtig angesetzt war, außer ich war komplett K.O. Aber eigentlich war ich immer irgendwo da.
Also selbst wenn ich am Abend, ich weiß auch, ich war früher viel unterwegs, habe meine Sachen gemacht, selbst wenn ich am Abend irgendwie bis 5 Uhr im Club war, ich war trotzdem am Morgen um 10 Uhr in der Halle und habe hoch und runter gedribbelt, volle Kanne. Also oder meine Sachen gemacht, die ich machen musste. Also gar, ganz klar. Ich sage jetzt auch nicht, dass du das so machen sollst wie ich oder sonst irgendwas, aber ich weiß halt, dass ich nie Basketball kam, egal durch was, was in meinem Leben passiert, kam es nie zu kurz oder sowas. Ich habe nie dann im Bett gelegen und gesagt, nee, heute gehe ich nicht zum Training. Ich bin Das zu ist müde oder stark. sowas. Ja, Das gab es nie in meinem Leben, nie. Es gibt krass. Geschichten darüber, selbst bei Jugend, diese KSÜ-Übung habe ich letztens erst mit einem Kumpel von mir geredet. Weißt du, damals musste man immer so KSÜ-Übungen machen und sowas und keiner hatte Bock darauf. Aber mir war das, ich weiß nicht, ob es durch meinen Vater ist oder durch meine Einstellung von sich aus, ich habe diese Übung immer richtig gemacht. Und immer, wenn gesagt wurde, 40 Sekunden halten, dann habe ich 40 Sekunden gehalten. Und keiner, selbst wenn der Coach nicht geguckt hat, habe ich gehalten. Und wir haben uns letztens erst mit meinem besten Kumpel, habe ich mich darüber unterhalten. Er meint, das war der Unterschied bei dir, dass du halt, jeder andere hat, wenn er weggeguckt hat, Pause gemacht und sich entspannt, aber du hast wirklich durchgezogen, jedes Mal. Und so ist es halt heute noch. Wenn ich eine Übung mache und mir gesagt wird, mach das 10 Mal und nach dem 4. Mal 10 Mal fängst du beim achten an zu sagen, boah, ich habe gar keinen Bock mehr. Und eigentlich musst du ja auch nicht, keiner zwingt dich dazu. Und keiner steht daneben oder sowas, trotzdem mache ich 2. Und wenn ich nicht mache, dann fühle ich mich so schlecht den ganzen Tag, dass ich am nächsten Tag dann extra 12 machen muss, um das irgendwie noch auszugleichen. Also ich weiß Mann. nicht, ob das auch Krankheit ist oder irgendwo krank ist auf irgendeine Art und Weise, aber ich weiß, dass das so ist und dass es mir auch viel geholfen hat. Ich kann mich damit voll identifizieren. Genauso habe ich trainiert. Und bei mir hat es halt irgendwann aufgehört. Ich habe dann mit 17 oder 18 habe ich die dumme Entscheidung getroffen, dass ich dachte, ja, fuck it, ich bin noch nicht auf dem Level, auf dem meine Freunde sind, die jetzt alle gerade in der Pro B spielen. Dann höre ich lieber ganz auf, ziehe mein Abi durch und studiere. Das war so ein bisschen der Fehler bei mir. Aber das mit den KSU-Übungen kann ich voll nachvollziehen. Das war bei mir auch so, Mann. Du hast viel gesprochen in den anderen Podcasts auch über, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Motivation nennen würde, aber du hast viel darüber gesprochen, dass du eine Menge Podcasts hörst und dir eine Menge Musik anhörst. Ist es Motivation letztendlich, was du dir dann da rausziehst? Also nimmst du das dann mit oder pushen dich diese Songs? Oder ist es ein anderer Teil von deinem Leben und das gehört gar nicht so richtig zum Basketball dazu bei dir? Ich glaube, früher haben mich Songs mehr motiviert und gepusht, als sie heute noch tun. Ich denke aber schon, dass Podcasts und Autobiografien oder Menschen, die was zu erzählen haben und sowas, egal auf welcher Ebene, ob es jetzt mit Basketball zu tun hat oder mit Politik oder mit weiß der Geier was, so, du kannst überall von Personen, glaube ich, was rausziehen, was in deinem Leben bringt und Sachen abgucken. Nicht von allen, aber ich sage jetzt von den meisten, von vielen, die interessant sind, kannst du die Sachen für dich selber rausnehmen und was dir halt in der Zukunft was bringen wird oder woran du dich erinnern kannst, wenn du durch mit Situationen gehst oder sonst irgendwas. Also ich glaube schon, dass du sehr, sehr viel aus so Sachen rausnehmen kannst. Und Podcasts für mich sind einfach so wie das Beste, was meiner Meinung nach beste Erfindung, weil Mann. also es gibt so krasse Themen und so Sachen, wo du einfach denkst, oh, da müsste ich mich jetzt voll mit befassen und müsste recherchieren und müsste lesen oder müsste sonst irgendwas. Du machst AirPods rein, gehst auf Podcast, weißt du, suchst dir das raus oder kriegst empfohlen von irgendwem und dann hörst du da rein und denkst, krass, was die Person zu erzählen hat. Teilweise kriege ich Gänsehaut, wenn ich Leute reden höre und denke mir, krass, was die zu erzählen haben, was du da einfach rausnehmen kannst für dein eigenes Leben und wie es dir weiterhelfen kann in vielen Bereichen und auch dich einfach schlauer macht oder wie sagt man das so bewusster macht für bestimmte Themen und Sachen und ist halt super wichtig. Und ich glaube auch als Basketballer, gerade als Basketballer, wenn du so viel mit dem Sport beschäftigt bist und so viel jeden Tag immer hier und da, du musst dich irgendwo weiterentwickeln als Person und das tust du nicht nur durch Basketball, indem du Basketball guckst und Basketball machst und Basketball denkst und die ganze Zeit so, da geht so viel verloren, was super wichtig ist. Und dazu musst du nicht in die Schule gehen, musst du auch nicht studieren und sonst irgendwas nebenbei, sondern es reicht schon, wenn du dich für bestimmte Themen, die dich interessieren, auf irgendeine Art und Weise dich da weiterbildest, ob es jetzt Podcasts sind, Bücher lesen oder sonst irgendwas. Und ich glaube schon, dass du dadurch halt einfach einen Weitblick bekommst und der Basketball für dich auch einfacher wird und einfacher da Rückschläge zu ertragen und einfacher auch mit bestimmten Situationen umzugehen. Zum Beispiel, ich weiß einfach, wenn ich jetzt mit meinem Kopf, den ich jetzt habe, wäre ich damals in meinem letzten Jahr in Frankfurt gewesen, zum Beispiel, weiß ich, dass ich das alles ganz anders wahrgenommen hatte, als ich es damals wahrgenommen habe, einfach weil ich jünger war, weißt du? Und für mich war da alle gegen mich und ich muss wieder allen beweisen und im Nachhinein weiß ich halt, habe ich dadurch halt einfach Sachen verloren, die ich damals hätte mitnehmen können, weißt du, die damals Gefühle gegeben hätten, die ich jetzt einfach nicht erleben konnte, weil ich damals einfach nicht nachgedacht habe, nicht genug oder nicht weit genug war. Und je früher du damit anfängst, umso schneller wirst du merken, wie sich Sachen verändern in deinem Leben und wie alles sich zum Besseren wendet oder vieles. Bei dem Podcast, das wirkt einfach immer so, als würde man halt echt so den interessantesten Menschen der Welt bei einem Gespräch zuhören, als würde man zufällig mit denen am Tisch sitzen
und das alles aufnehmen können. Und das ist halt echt der Luxus einfach von einem Podcast. Lass erstmal noch bei dem Podcast bleiben. Ich weiß, dass du Joe Rogan-Fan bist und seinen Podcast viel hörst. Gibt es noch andere Podcasts, die du feierst, die du gerne hörst? Ja, ich bin halt super Fan von UFC und deswegen höre ich mir auch das Ganze von Ariel Helwani an. Der ist auch kommend, also so Journalist, was so MMA betrifft, halt, was UFC betrifft. Und da höre ich mir super viel an, aber dann höre ich mir auch Sachen, die meine Frau mir zum Beispiel weitergibt. Ob es jetzt Podcasts sind, auch über Rassismus oder sonst so eine Sachen, dann kommen Sachen, wo einfach so allgemeine Sachen, auch wie du deine Beziehung zu Menschen ändern kannst oder verbessern kannst. Das sind viele Sachen, einfach Sachen, die manchmal kommt auch eine Sache und ich höre es mir an und denke ich mir, ist kacke, möchte ich mich nicht weiter anhören, kann passiert auch. Oder es gibt Sachen, wo ich sage, krass, da höre ich mir alles an, was es gibt, von vorne bis hinten, weißt du, so. Und dann gibt es zum Beispiel diesen Made in Germany Podcast, wo ich auch war, aus Deutschland, weißt du, den ich auch als Typen super feiere und der halt auch super geile Gäste da hat und wo du auch super viel lernen kannst, wenn du dir das reinziehst, so. Und da werden auch bestimmte Themen angesprochen, die du sonst halt einfach nicht irgendwo hörst, großartig, die aber super wichtig sind. Und es gibt so viele gute Sachen, also es sind zu viele, um die sich alle merken zu können, sage ich ganz ehrlich. Also, aber es gibt ja auch bei Insta oder sonst irgendwo gibt Seiten, wo du gucken kannst, was es über welche Themen, was für Podcasts es gibt und so. Und dann ist einfach für mich, würde es einfach so machen, wenn ich jetzt Neuling wäre, würde ich mir einfach gucken, welche Themen mich interessieren und würde ein bisschen recherchieren, welche Podcasts zu den Themen halt cool sind oder anscheinend gut ankommen oder was auch immer. Und dann halt, vielleicht auch Freunde mal fragen, die Sachen hören. Sowas. Du hattest auch viel über Bücher gesprochen. Du hast als eins deiner Favorite hast du Der Alchemist genannt. Das fand ich interessant, weil du meintest auch, du hast so ein bisschen eine Aversion gegen 9-to-5-Jobs. Also für dich persönlich. Du verurteilst es nicht oder hast du irgendwie jetzt ein Problem damit, sondern du hast einfach nur gesagt, für mich persönlich wäre das gar nichts. Ja, ist halt, guck mal, ist immer so ein brisantes Thema, weil ich auch keinem auf die Füße treten will und keinem irgendwie. Nee, dafür stelle ich auch nicht die Frage. Also ich weiß, ich wollte es nur nochmal, falls irgendwer das hört und sich dann angegriffen fühlt. Ich kann ja nur sagen, ich weiß, dass super viele Sachen wichtig sind und auch super viele oder fast alle von diesen Jobs auch super wichtig sind und irgendwer machen muss. Nur genauso weiß ich halt einfach, dass das für mich halt einfach nichts ist. Ich musste lang genug Sachen runterschlucken, Sachen mir anhören, wo ich gerne was anderes gesagt hätte, als ich dann politisch korrekt sagen musste. Den Leuten gegenüber, ob es jetzt irgendwelche GMs sind oder Trainer oder sonst irgendwas. Und das ist auch alles okay so, das ist auch gut so. Oder es hat auch seine Gründe, warum das so ist und so weiter. Aber ich weiß halt, okay, wenn der Basketball vorbei ist, ist halt einfach so, ich habe genug Talente, ich weiß, ich habe genug Interessen, ich weiß, ich habe genug Leute, die mich unterstützen würden, die mir jetzt schon anbieten, Sachen mit mir zu machen, wo man einfach Projekte starten kann, wo du einfach, meinetwegen auch von 9-to-5, kannst du ja auch 9-to-5 nennen, aber wo ich 9-to-5 das reinstecke, was ich halt will und da auch Feedback bekomme, was mir ein gutes Gefühl gibt und ob es jetzt mit Menschen arbeiten ist oder ob es jetzt Podcasts sind oder sonst irgendwas. Also es ist einfach was, ich möchte was machen, wo ich nicht hingehe und sage, scheiße, ich habe darauf keinen Bock oder sowas und ich muss dahin, weil ich habe einen Arbeitsvertrag oder sowas, weißt du? Das ist einfach für mich, das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen. Ich würde lieber. Natürlich hat nicht jeder den Luxus und das ist mir auch bewusst. Und doch den Luxus hat schon jeder. Es kann jeder irgendwann anfangen mit seiner eigenen Scheiße. Aber ich habe halt den Luxus oder das Privileg, dass ich auch einfach Geld verdient habe schon mit Basketball und dass ich jetzt danach auch einfach nicht muss unbedingt. Ich muss jetzt nicht erstmal sofort so und so viel Geld verdienen. Ich kann auch ein bisschen gucken, was ich machen will und meine Fühler ausstrecken, wie man das so schön nennt. Und das mache ich jetzt schon, das werde ich danach machen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich was finden werde oder was machen werde oder Projekte starten werde, wo ich voll hinterstehe, die ich geil finde, wo ich Bock drauf habe, wo ich was Neues auch über mich lerne, wo ich was Neues über andere Menschen lerne, wo ich mich weiterentwickle. Und das peu à peu natürlich am liebsten bis zum Ende meines Lebens. Ja. Wir haben über Der Alchemist gesprochen. Gibt es noch andere Bücher, wo du sagst, boah, das hat mich schon krass geprägt oder als ich das gelesen habe, hat auf jeden Fall meine Sichtweise verändert? Ich bin super schlecht mit Büchernamen, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, ich habe super coole Bücher gelesen. Der Alchemist ist halt hängen geblieben, weil ich den noch 1000 Mal gelesen habe. Aber es hängt auch halt drauf, es kommt auch darauf an, was für Themen, also es gibt ja auch Bücher, die einfach nur dir was lehren, dann gibt es Bücher wie Der Alchemist, die auch eine Geschichte erzählen, die super geil sind, also ich weiß halt, was lehren super gut ist, ist zum Beispiel Exit Racism, das ist halt ein super interessantes Buch, was auch als Podcast bei Spotify gibt, was einfach das Rassismus-Ding in Deutschland erklärt und auch für weiße Menschen und es einfach verständlich macht und
dich auch in einen Konflikt mit dir selber bringt und so weiter. Und das ist halt, aber du da rausgehst und nachdem du das Buch gelesen hast und einfach weißt, da hat sich was geändert bei dir und du siehst Sachen anders und verstehst Ja. Sachen besser. Dafür ist das zum Beispiel super gut. Dann weiß ich, ich habe auch von anderen Kollegen empfohlen bekommen, noch eine Runde auf dem Karussell, glaube ich, heißt es. Das geht halt, das hat mir damals geholfen, als ich meine Fußverletzung hatte. Das geht halt auch um so die Liebe zum Leben und wie man mit Niederschlägen umgeht und auch als Geschichte erzählt von jemand, der halt so unheilbaren Krebs hat und halt dann auch versucht, den Weg zu gehen über nicht jetzt westliche Medizin, sondern halt auch alles ausprobiert, was es woanders für Medizinarten gibt, um das zu bekämpfen und das ist halt super interessant, auch die Wege und super cool geschrieben. Also das fand ich auch ganz schön und ganz toll. Ja, dann habe ich, mein Problem ist halt, dass ich nicht gut darin bin, bei einer Sache zu bleiben, sondern dass ich halt ein Buch anfange zu lesen, dann kommt mir irgendwie durch Zufall das nächste Buch zugeflogen und Ja. dann sage ich, boah, jetzt fange ich das an und dann vergesse ich das andere und dann ist da noch ein drittes, was ich angefangen habe, aber nicht zu Ende gelesen habe. Das ist halt mein größtes Problem, was Bücher betrifft. Deswegen muss ich da mal bei einem bleiben und es zu Ende lesen, weil ich habe mir jetzt schon wieder ein Buch bestellt, wo ich auch mich voll drauf freue, aber ich habe eigentlich noch Ja. eins, was ich gerade erst angefangen habe. Das ist ein bisschen nervig. Ja, das habe ich auch, Alter. Manchmal lese ich echt so drei, vier Bücher gleichzeitig und eins fällt dann komplett runter und man fängt es wieder in einem halben Jahr an. Das ist aber ja wahrscheinlich auch wie bei dem Podcast oder wie bei Musik. Das fand ich so interessant bei dir, weil ich bin so ein komplett hängen gebliebener Hip-Hop-Head und höre eigentlich nur Hip-Hop. Und bei dir ist es aber so, du meintest, du hörst wirklich alles. War das schon immer so oder hat sich das erst entwickelt? Also, ich habe ich glaube, durch die Musik, die ich halt durch meine Eltern auch gehört habe, oder auch mit Freunden, die ich abgegangen habe, ist schon immer so mehr als nur jetzt diese Basketball-Hip-Hop, weißt du? Also ich habe schon immer auch, weiß nicht, ob es Reggae ist oder auch Punkrock sogar und so weiter. Ich habe eigentlich also über viele Ecken Sachen mir immer angehört und natürlich bin ich dann durch Basketball extrem natürlich auf Hip-Hop, wie glaube ich fast jeder Basketballer auf Hip-Hop hängen geblieben. Aber da ist halt, je älter du wirst und je mehr du dich damit auseinandersetzt, was da eigentlich erzählt wird und wie wenig Wissen dahinter steckt oder auch die Themen. Also ich kann mich mit manchen Sachen, das ist ja das Traurige, weil ich einfach auch meine Zeit von damals weiß, so ich kann bei manchen Liedern, die Hip-Hop sind, die einfach nur Scheiße labern, kriege ich trotzdem Gänsehaut, weil ich einfach weiß, wie das Gefühl damals war, hier in Berlin in Kreuzberg aufzuwachsen und das wiedergespiegelt wird dann in irgendwelchen Songs oder bestimmte Sätze oder wie auch immer, die einfach hängen bleiben und die einem einfach ein geiles Gefühl oder eine Gänsehaut geben oder Erinnerungen hervorrufen. Und ich höre auch immer noch Hip-Hop und höre mir auch alles Neue an und sowas, aber ich bin halt, ich habe gemerkt, je älter ich werde, ich kann nicht mehr ohne irgendeine Message und einfach nur noch das, was du von allen hörst, irgendwie, dieses mit einem Beat und das. Ich finde den Beat manchmal nice und es gibt auch coole Lieder so in der Hinsicht, aber vieles ist auch halt so, ist halt nicht mehr so, das ist sehr langweilig. Deswegen viel mehr Reggae zum Beispiel gehört, weil es mir auch ein viel besseres Gefühl gibt, muss ich einfach sagen, und viel fröhlicheres und glücklicheres Gefühl gibt. Und weil die Texte auch einfach krass sind, wenn du die Sachen anhörst von den 70ern, die damals entstanden sind, und die gleichen verfickten Probleme hast du heute noch, oder gibt es heute noch auf der Welt, weißt du, dann denkst du, das ist einfach Wahnsinn. Und wie Sachen halt auch ausgedrückt werden, das meine ich ja auch, wie du, das habe ich auch schon mal, glaube ich, irgendwo gesagt, dass halt einfach was ich bewundernd finde, ist, wie Menschen schaffen, das auszudrücken, was sie auf dem Herzen tragen. Verpackt in einem Lied mit den richtigen Worten zur richtigen Zeit, ist für mich unfassbar. Also, weil super oft denke ich, ich würde gerne ausdrücken, was ich fühle und was ich denke. Und ich kann das einfach nicht, weil mir dazu einfach die Skills fehlen oder das Wissen oder was auch immer. Und dann ist so schön, sowas zu hören in Liedern und du denkst, krass, genau so sehe ich das auch oder genau das kann ich voll nachvollziehen. Weißt du? Und das ist halt, das ist halt geil. Und da gibt es viele, aber es gibt auch in Deutschland, also es gibt auch deutsche Künstler, die super sind. Also aber wie gesagt, ich höre mir wirklich alles, ob es dann auch manchmal alte Klassiker sind oder irgendwas. Selbst Xavier Naidoo oder sowas höre ich dann mal und feiere das, weißt du, voll krass, weil es Na halt einfach krass. auch coole Lieder sind, mit denen man aufgewachsen ist. Da habe ich letztens zum Beispiel Ja. dieses von Brothers Keepers damals gehört. Der Song, der auch Adriano, durch die, genau, oder? Adriano, wo du Ja. halt auch, wo einfach, weil ich weiß, zu dieser Zeit so. Ja, so tough. So, das ist einfach krass, so, das spielt sich ja jetzt auch heute noch wieder und das ist einfach so, das Gänsehaut und wie die Leute das rüberbringen und das ist einfach krass für mich. Also. Absolut. Du hattest da im Made in Germany Podcast drüber geredet. Da meintest du vor allem, dass J. Cole so ein Ja, Artist für ja. dich ist, wo du sagst, Ja. der captured das immer so perfekt. Und im Ja. Moment, ohne Scheiß, ich denke mir auch manchmal, ey, wir bräuchten gerade so ein J. Cole oder Kendrick Lamar Projektalbum, was auch so einfach die Wut und alles, was man in sich trägt, in der aktuellen Lage auch mal einfach auf den Punkt bringt. Oft ist Ja. das einfach wichtig in der Kunst. Ja, das, schau mal, das Thema, ich glaube, viele Leute würden jetzt
wollen vielleicht, dass wir beide darüber sprechen. Ich will irgendwie auch darüber sprechen, aber ich bin ganz ehrlich mit dir, ich finde es so schwer aufzumachen überhaupt. Ich weiß überhaupt nicht, mit was für einer Frage man einleitet oder sonst irgendwas. Also ich kann dir meine Meinung dazu sagen. Ja, gerne. Ich glaube, alle sind sich einig, dass was da vorgefallen ist mit dem Polizisten und dem Knie auf dem Hals und dem ganz klaren Mord, dass das halt, dass das absolutes Endlevel ist und dass sich da jeder wütend drüber ist und aufregt. Und ich sage auch, ich kann jeden Protest in jeder Art und Weise auch verstehen, nachvollziehen, auch wenn es dumme Sachen sind oder vielleicht nicht nah durchdachte Sachen wie irgendwelche Läden angreifen. Ich muss halt sagen, diese Wut, das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern die Wut zieht sich über hunderte von Jahren von Sklaverei bis zu moderner Sklaverei bis durch und durch. In jeder Ecke findest du Sachen in den USA jetzt und auch, aber auch in Deutschland. Was mir gestern aufgefallen war, irgendwie Blackout Tuesday oder sowas, wo jeder seinen schwarzen Screen macht und ich habe das halt auch gemacht, natürlich, um mich zu solidarisieren. Wie sagt man das? Solidarität Solidarisieren. sozusagen. Ja, solidarisieren, Solidarisieren. genau. Gleichzeitig habe ich da drunter halt auch was geschrieben und ich denke, weil ich das auch habe von anderen Künstlern aus Berlin Ja. sozusagen abgeguckt, aber ich habe halt da gesehen und ich fand das super passend, weil es halt einfach er auch, oder es kommt von ihm, also er hat geschrieben, ich habe es nur kopiert, er hat geschrieben, dass er halt hofft, dass diese Solidarität zeigen, dass die Leute wissen, dass das nicht getan ist, mit nur einem schwarzen Bildschirm zu zeigen. Ja. Und das ist halt genau das, was halt meiner Meinung nach das Problem ist und das Wichtigste auch daran ist, dass man eine Lösung findet oder einen Weg findet aus dieser Krise und diesem Rassismusproblem in Deutschland oder Amerika oder auf der ganzen Welt, dass halt einfach mehr dazu gehört, als nur zu sagen oder als nur so einen schwarzen Bildschirm zu schreiben und morgen wieder oder heute noch darüber vergessen zu haben, was eigentlich Sache ist oder sich damit auch null auseinanderzusetzen und eigentlich nur, weil es so ein Trend ist, gerade das zu machen und einfach mitzumachen, damit niemand dir was vorwerfen kann. Das ist so das Einfachste vom Einfachen, was man in der Hinsicht machen kann. Und ich kann nur an alle weißen Menschen draußen appellieren, dass es einfach, wie ich schon hundertmal gesagt habe, es gibt Bücher, Podcasts, es gibt Proteste, es gibt Demos, es gibt Unternehmen, die von Schwarzen gegründet wurden, die man unterstützen kann. Es gibt, du hast die Möglichkeit, Leuten zuzuhören, Gehör zu schenken, du hast dich für das Thema zu sensibilisieren und den ganzen anders entgegenzutreten, als du es tust, indem du dich halt einfach dann mit dem Thema besser auseinandersetzt als weiße Person. Und das ist meiner Meinung nach eine Pflicht, weil wir haben das Privileg, dass wir uns das nicht müssen, wir müssen uns damit nicht auseinandersetzen. Eine schwarze Person kann nicht Genau. da sitzen und sagen, haha, Rassismus, ich muss darüber nicht, weil, also, weißt du, weil ich kann dir erzählen, Ja. jeder von meinen Kumpels, der schwarz ist, People of Color, haben irgendeine Geschichte, mindestens eine, wenn nicht 20, 100 Geschichten, wo Rassismus ihnen passiert ist und Ja. nicht nur Ami-Freunde oder sonst irgendwas, sondern Leute aus Deutschland ohne Ende. Jeder hat irgendeine Geschichte. Und ich glaube, viele Sachen kannst du einfach nicht verstehen als weiße Person oder kannst du auf jeden Fall nicht, wenn du dich nicht mit dem Thema auseinandersetzt. Aber ich verspreche dir, wenn du es tust, wirst du das besser verstehen können und wirst du einfach dem auch, du musst dich halt aktiv dagegen, es reicht nicht nur zu sagen, ich bin kein Rassist, sondern du musst aktiv was machen, aus welcher Art und Weise auch immer. Auch wenn es nur ist, dass du dich damit auseinandersetzt, aber du musst aktiv dem Thema entgegengehen, als nur zu sagen, ja, ich bin ja kein Rassist und ich habe damit eh nichts zu tun. Das wird das Problem niemals lösen. Das wird es auch nicht hier lösen, das wird es nicht in den USA lösen, das wird es nicht lösen. Und das ist ja mein Appell eigentlich, was das Thema betrifft, weil wir müssen nicht darüber reden, wie schlimm das ist, weil das weiß jeder und wir müssen auch nicht darüber reden, dass Rassismus da ist. So, das wissen, sollten die meisten, sollte man wissen heutzutage, dass es einfach existiert. Und es gibt Ja. genug Beispiele und wie schon gesagt, es gibt genug Möglichkeiten, die du halt auch machen kannst, um dagegen vorzugehen. Und die habe ich jetzt genannt. Und ich würde mir wünschen, wenn mehr Personen das halt machen würden und mehr, weil ich glaube, dass das der Weg ist, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Was ich noch super fand, ich weiß leider nicht mehr, wo du es gesagt hast, aber da meintest du auch, es fängt halt wirklich immer im kleinen Kreis an. Also wenn du dich jetzt damit irgendwie beschäftigt hast und dich ein bisschen gebildet hast durch Bücher, Podcasts, whatever, dass du dann halt in deiner Familie anfängst, wenn da ein Spruch fällt oder wenn da abwertend geredet wird, dass du da halt als erstes einschreitest und sagst, ey, eigentlich ist das nicht cool, was du gerade machst. Du supportest gerade damit, was in den USA im großen Stile abgeht. Ja, aber das ist halt genau das Ding. Das ist ja das, was viele nicht verstehen. Das ist einfach, auch wie oft meine Frau erzählt hat zum Beispiel, dass die Sachen vorgefallen sind und keiner drumherum in der Bahn oder so hat irgendwas gesagt. Irgendwas. Ja, Was ich meine. Und das Mann, ist halt auch so ein Ding, voll. wo ich mir denke, das fängt mit Sprüchen an, dann gibt es Schläge, dann wird irgendwer umgebracht und dann sagen alle, oh Kacke, ist ja voll Ja. doof, ist ja voll rassistisch und so bin ich ja gar nicht. Aber es fängt halt viel früher an und das ist halt das, was die meisten Leute meiner Meinung nach nicht verstehen. Und halt auch einfach mal, weiß ich nicht, einfach mal, wenn dir was auffällt,
weil du dich mit dem Thema auseinandergesetzt, wenn dir was auffällt, einfach was zu sagen, einfach was dagegen, wirklich klar ein Zeichen zu setzen, dagegen zu stehen und auch nicht nur labern irgendwie Hashtag fuck racism oder sowas. Das ist schön und gut, aber das ist das zwei, drei Fingertipps auf dem Dings, dann ändert sich nichts. Also es wird, Ja. es ändert dann nichts. Ist einfach Fakt, es ändert nichts großartig. Und dann wird, und viele habe ich das Gefühl, machen das auch einfach nur, um halt Solidarität, also was heißt Solidarität zu sagen, aber halt um zu sagen, ja, guck, ich mach doch, ich bin auch dagegen und ich bin ja kein Rassist und so. Aber darum Ja. geht es ja nicht. Es geht um was ganz anderes und geht um viel mehr als nur das zu machen, als, oder auch mit diesem, wie ich gerade gesagt habe, mit diesem Blackout, Blackout Tuesday. genau, und damit halt auch. Das ist halt, ist schön und gut und ist auch wichtig, glaube ich, dass viele das machen, aber das ist halt, ich hoffe einfach, dass die Leute nicht dabei bleiben und das morgen wieder vergessen ist und, sondern dass man sich auch damit dem Thema mehr auseinandersetzt. Auch jetzt. Und wenn es bei manchen länger gedauert hat, dann jetzt halt durch die Ja. Sache, die du, jeder hat dieses Video gesehen und jeder weiß, dass das nicht, das ist halt, das ist, weißt du, das kann, also, da gibt es nichts zu sagen. Also, Total. wenn du dann denkst, das wird nicht existieren oder es gibt sowas nicht und dann hast du meiner Meinung nach alle Gehirnzellen verloren. Wovor die Leute, glaube ich, immer am meisten Schiss haben, ist, dass sie dann sozusagen den Backlash bekommen. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ey, was du da gerade gesagt hast, geht nicht klar, dass die dir dann zurückkommen und sagen, was willst du denn jetzt von mir? Du hast doch selber keine Ahnung, du bist selber nicht schwarz. Warum erzählst du mir jetzt irgendwas über Rassismus? Halt dein Maul. Das habe ich mitbekommen, dass viele Leute davor Angst haben, sozusagen. Ist halt die Sache, wenn du dich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und diese Podcasts hörst, die ich gesagt habe, oder die Bücher liest, da wirst du verstehen, dass es, wie du auch das Thema angehst. So, ich kann auch nicht zu irgendeinem Schwarzen kommen und sagen, ey, erzähl mir jetzt mal was über Rassismus und erklär mich mal Ja, auf. Weil wer bin ja. ich so? Diese Person hat, die hat vielleicht keine Kraft, keine, hat genug Sachen erlebt, ist müde, hat keine Kraft mehr, dieses Thema immer wieder zu erklären und sagt, ey, ich möchte darüber nicht reden. Und das hat man zu akzeptieren, ganz einfach, weil diese Person, du weißt nicht, was sie erlebt hat, weißt du, und das. Und das ist einfach ein sensibles Thema natürlich. Und man, deswegen sage ich ja, man muss sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, um auch zu verstehen, vielleicht nachzuvollziehen, warum manche schwarze Menschen keine Lust mehr haben, über dieses Thema zu reden. Oder auch vielleicht sauer sind oder wütend sind irgendwann auf weiße Personen aus bestimmten Kleinigkeiten, die vielleicht deiner Meinung nach nicht schlimm wären, aber die halt einfach irgendwann ist genug, weißt du? Und es reicht schon ein kleiner Spruch oder ein Satz oder sonst irgendwas, die ausreichend sind, um jemand über diese Grenze zu bringen, das halt ausrastet, weil du weißt nicht, was diese Person durchgemacht hat, was das Thema betrifft. Und ich weiß halt einfach von Geschichten, das sind Sachen, die ich als weiße Person nicht hören musste in der Jugend. Und die hast du hier halt ohne Ende gehört, weißt du? Und damit bist du Ja. aufgewachsen, das ist schon normal für dich. Und das ist, ja. Ja. Ja, Mann, ey, Großes abgefuckt. Thema. Abgefuckt eben, großes Thema. Wir beide müssen leider los, das Ding hier jetzt beenden. Eine Sache habe ich noch für dich, und zwar soll ich dich fragen, wann du wieder nach Wattenscheid kommst zum Horst zocken. Das soll ich dich von Wattenscheid Sie Horst Song, Dings ist ja, Siebers, Sievers, genau. Ich wollte ja? fragen, wann kommst du endlich wieder? Wenn ich mal wieder in Essen bin in der Ecke, dann komme ich mal rum und ziehe ihn wieder ab. Haben wir gewonnen letztes Mal? Ich weiß gar nicht mehr. Das war ja so ein Spaßspiel. Ja. Siebers, ja, liebe Grüße an Siebers. Ja, nächstes Ja, Mal, wenn ich Mann, da liebe bin, komme ich Grüße. rum. Okay, Dann machen wir nice. das. Hey, Alles dann klar. Konsti, danke dir für deine Zeit, Mann. Wirklich Ich cool. bedanke mich. Danke für den Insight und Kein Problem. ja, check bei Konsti vorbei. Alles unten verlinkt. Hau rein, Digga. Viel Ciao. Erfolg. Ciao, ciao.